Nach einer weiteren Saison bei Ferrari kehrt Gerhard Berger 1996 zu Benetton zurück und dort beendet er schließlich auch 1997 seine Karriere in der Formel 1. Und genau über dieses Jahr 1997 haben wir eingangs schon gesprochen, auf das kommen wir jetzt zurück. Du hast ihn dort für 3 Rennen ersetzt, Gerhard Berger krankheitsbedingt ausgefallen. Dann kommt er zurück und hat dann dort in der Saison 97 noch einen wirklich großartigen Sieg gefeiert. Ja, einen unheimlich bärenstarken Sieg. In der Woche davor ist sein Vater leider verstorben. Da ist extrem viel auf den Gerhard zugekommen, eingefallen. Und der war in Hockenheim, ich war live dabei, so stark, unschlagbar, unheimlich, wie er gefahren ist, Pole Position, dann den Sieg astrein rausgefahren. Und da kann man nur den Hut ziehen, das war eine Sensationsleistung. Du warst damals dann wieder zurück in der zweiten Reihe, bist als Ersatzfahrer bei Benetton weiter unter Vertrag geblieben. Wie hast du dieses Wochenende Hockenheim 1997 miterlebt? Einerseits traurig, einerseits happy, weil ich wusste, dass ich das Jahr drauf bei Benetton bin. Das heißt, jeder Punkt, den der Gerhard oder der Charles Lesi gemacht haben, war wichtig für die Kriegskasse im nächsten Jahr. Aber ja, ein bisschen ein Mischgefühl hier natürlich. Aber nochmal, in erster Linie bin ich Mensch und wenn der Gerhard als Kollege, als Freund in der Woche davor den Vater verliert, dann ist es so, es ist etwas, woran ich gar nicht denken möchte. Und da so stark sich über all dieses hinwegsetzt und die Mörderleistung bringt, dann ist das nur zu respektieren. War es eigentlich jemals ein Thema, dass er dann aufgrund des Todesfalls in der Familie das Rennen in Deutschland gar nicht fahren wird? Das weiß ich nicht, das müsstest du den Gerhard fragen, da kann ich dazu nichts sagen. Auf jeden Fall, eines ist gewiss, wie es der Alex sagt, der 10. und letzte Sieg des Gerhard Berger war einer aus vielen Aspekten her sehr, sehr bemerkenswerter. Sie sehen die Slicks, die profillosen Reifen. Nächstes Jahr werden die Autos um 20 cm schmäler. Berger wird auch schon sehr, sehr bald fürs nächste Jahr testen. Zumindest einmal sich die Reifen ein bisschen vorknöpfen. Hockenheim, Grand Prix von Deutschland. Gerhard Berger vorne, schräg neben ihm, der gelbe Jordan von Fisichella. PS mal 22, es geht gut, Berg auf die Ideallinie, außen in Führung, Michael Schumacher im Kampf mit Giancarlo Fisichella. Berg ist vorne, das ist einmal das Wichtigste. Fisichella ist Zweiter, angegriffen rechts und links. Schumacher fällt zurück auf den 4. Platz, da ist Eddie Irvine ein bisschen eingezwickt. Berg auf der Geraden, 335 km/h, Lesi noch schneller mit 342 km/h. Im Windschatten allerdings der anderen Autos und Fisichella 337. Der Mann, der also im Qualifying so schnell war mit 349 km/h, Topspeed auf der Geraden. Irvine ist zurückgefallen. Damit geht die Ferrari-Defekt-Serie offensichtlich weiter. Eddie Irvine im zweiten Ferrari am Ende des Feldes. Und noch einer ist stehen geblieben, nämlich Marquez, der junge Brasilianer mit De Minardi. Wir werden sicher in einer Wiederholung sehen, was da alles passiert ist. Eddie Irvine mit großen Schwierigkeiten, Irvine mit Frenzen. Ja, gibt's das bei Frenzen, ein Vorderreifen. Rechts vorne, bei Eddie Irvine links hinten. Ich habe es Ihnen gesagt, Eddie Irvine, auf den muss man am Start immer aufpassen, aber wessen Schuld auch immer das gewesen sein mag. Frenzen schon wieder einmal einen Start verpatzt, aus wessen Schuld auch immer. Und Eddie Irvine schon wieder mitten im Chaos eines Grand Prix in der ersten Kurve, wenige Meter nach dem Start. Berger vorne, Fisichella Zweiter, dann Michael Schumacher, Hakkinen, Alesi, Villeneuve hat schon einige Positionen gewonnen, dann Coulthard, Herbert, Trulli, Barrichello, Ralf Schumacher vor Hill und Magnussen. Eine Runde. Gerhard Berger führt 1,8 vor Fisichella. Sicherer Vorsprung also für den Österreicher. Dritter Schumacher, vierter Hakkinen, der immer wieder gut weggekommen ist am Start. Fünfter Alesi und sechster Villeneuve. Wen haben wir dahinter? Trulli vom 11. auf den 7. Platz vorgekommen. Hat natürlich die Kollision Frenzen, Irvine voll ausgenützt. Dann Barrichello, Herbert im Austro-Schweizer Sauber, Petronas und dann Ralf Schumacher 10. Dann haben wir Hill, Magnussen, Diniz. Achtung, Boxenstopp, das ist der erste McLaren, das ist David Coulthard. Auch er offenbar in diese Schwierigkeiten da verwickelt gewesen.
So, da sehen wir, was passiert. Coulthard hat offenbar Probleme mit den Bremsen, wie er sie immer gehabt hat. Ganz extrem zuletzt in Silverstone, fährt über die Bordsteine. So, schneller Reifenwechsel, aber 14 Sekunden und damit natürlich weit zurückgefallen, ganz ans Ende des Feldes. Ja, ich würde sagen, damit sind einmal drei Gegner für Gerhard Berger. Zunächst einmal für den Moment aus dem Rennen. Eddie Irvine hier mit völlig zerfetztem linken Hinterrad. Diesen Rückstand kann er nie mehr wieder aufholen. Heinz-Harald Frenzen, für ihn gilt in etwa das Gleiche. Ich kann mir schon die langen Gesichter in der Williams-Box vorstellen und irgendwann einmal wird es da doch heftige Kritik geben. Aber man wird diesen Unfall, diesen Zwischenfall natürlich genau analysieren müssen. Ich möchte es nicht sagen, dass Frenzen daran Schuld hat oder Eddie Irvine. Wir haben die Bilder ja nicht gesehen. Und David Coulthard, langer Boxenstopp, zurückgefallen. Brennt da hinten, links hinten der Wagen von Eddie Irvine. Da ist alles heiß gelaufen. Der Wagen ist ja auf der Felge gelaufen. Da gab es natürlich Funken, Sprühen. Und dann ist das passiert. Irvine also schon 20 Sekunden, Frenzen noch länger in der Box. Und da haben wir jetzt eingespielt. Das ist der Coulthard unmittelbar nach seinem Boxenstopp. Das Aus für David Coulthard, den moralischen Sieger von Kanada. Und auch der Wagen von Frenzen wird klarerweise weggeschoben. Und ob wir Eddie Irvine hier noch einmal sehen werden, das ist zweifelhaft. Naja, damit die Belastung für Michael Schumacher sehr, sehr groß. Gerhard Berger weit weg, 2,5 Sekunden nach zwei Runden, hat also seinen Vorsprung auf Fisichella verdoppelt. Hut ab vor dem jungen Italiener, der also nicht nervös geworden ist und tadellos weggekommen ist da bei dieser Situation nach dem Start. Hier haben wir, wie sie noch einmal an die Box schleichen, Eddie Irvine mit seinem zerfetzten linken Hinterrad. Gilles Villeneuve, der Vater von Jacques, hat das oft geschafft, auf drei Rädern an die Box zu kommen, fast eine ganze Runde auf der Felge rollend zurückzulegen. Aber da wird natürlich alles kaputt und naja, jetzt gehen die Rollbalken herunter bei Williams und bei Ferrari. Berger mit der schnellsten Runde, 1:46.982. 2,5 für Fisichella, 3,3 für Schumacher, 4,7 für Häkkinen, 5,5 für Alesi, dann Villeneuve, Trulli, Barrichello, Ralf Schumacher und 10. ist Johnny Herbert. So, und die Benetton-Boxen-Crew bleibt gleich heraus. Das könnte bedeuten, dass in der nächsten Runde Gerhard Berger hereinkommt. Auf den Reifen sind noch die Heizdecken, die die Reifen erhitzen, auf ungefähr 90 Grad. Das ist die ideale Temperatur für Reifen. Weniger wäre sehr, sehr schlecht, weil dann die ideale Bodenhaftung nicht erzielt werden kann. Und mehr wäre auch nicht gut, dann würde der Reifen zu überhitzen und verbrennen. Und jetzt kommt Berger an die Box. Eine Runde nach Jean Alesi, 16. Runde, Boxenstopp von Gerhard Berger. Vorsprung, 12,3 Sekunden auf Fisichella, 13,7 auf Michael Schumacher und 21 auf Häkkinen. So, wenn alles gut geht, wird Berger jetzt Dritter sein. Wenn es ein bisschen weniger gut geht, immerhin noch Vierter. Geht's gut? Geht's gut? Berger wieder im Rennen. Fisichella in Führung vor Michael Schumacher. Und dann Häkkinen oder Gerhard Berger. Häkkinen ganz knapp vor Berger. Um ein paar Zehntelsekunden ist sich das nicht ausgegangen. Reihung also jetzt. Fisichella führt. Michael Schumacher Zweiter. Mika Häkkinen Dritter. Und Gerhard Berger Vierter. Zu Häkkinen und dann Gerhard Berger. Nach Verlustpunkten, weil die anderen, wenn sie die gleiche Strategie haben, ja auch an die Box müssen, dann liegt er freilich in Führung. Aber darauf kann man sich natürlich nicht verlassen, weil man ja nicht die Strategie der anderen kennt. Magnussen in der Box, der junge Däne, 11. Platz für den Jackie Stewart-Piloten. Unmittelbar hinter Alesi und Nakano, vor Salo, Fontana, Hill und Verstappen. Bergers Boxenstopp 28,61 Sekunden, genau. Unwesentlich langsamer als von Jean Alesi mit 28,34, also weniger als 3 Zehntel. Ja, aber wären es 3-4 Zehntel schneller gewesen, dann hätte er vor Mika Häkkinen bleiben können. Gerhard Berger, hab's Ihnen ausgerechnet, auf Rang 4. Mika Häkkinen,
der vor dem Rennen in Silverstone sehr, sehr optimistisch war, der ja auch Pole Position hatte bis in die letzte Runde, der auch hier nur knapp an der Pole Position vorbei war und der gestern, vielleicht erinnern Sie sich, im ersten Streckendrittel schneller gefahren ist als Gerhard Berger. Das sind keine Regentropfen, die da auf dem Objektiv der Kamera sind, sondern könnt mir vorstellen, kleines bisschen Flüssigkeit, das Mika Häkkinen da verliert. Für Häkkinen ein beunruhigendes Rennen, weil er ja nicht weiß, warum sein Teamkollege David Coulthard ausgeschieden ist. Soll er vorsichtig fahren? Frage, ob ihm die Box das mitteilt. Auf der einen Seite braucht man unbedingt ein gutes Ergebnis, zumindest einen Platz unter den ersten drei beim großen deutschen Heim-Grand Prix. Auf der anderen Seite ein Ausfall, ein Doppelausfall für McLaren-Mercedes wäre, sag nicht eine Katastrophe, aber sehr, sehr schlecht. Barrichello, Boxenstopp, genau wie Magnussen. Damit also Jackie Stewarts Piloten mit den japanischen Reifen mit gleicher Strategie unterwegs, genau wie die Benetton-Fahrer Berger und Alesi Berger an Häkkinen vorbei. Sehr, sehr sauber ausgebremst und sehr gut gemacht vor der Schikane. Und zwar hat er das sehr, sehr gut gemacht vor der allerersten Schikane der Cimkla-Kurve. Damit Berger wieder Dritter. Fisichella führt, 1,8 für Michael Schumacher. Rückstand von Gerhard Berger, naja, 10 Sekunden. Häkkinen Vierter. Villeneuve 5., Trulli 6., Ralf Schumacher 7., Alesi 8., Barrichello 9. und Nakano 10. Noch einmal, in dieser sehr, sehr engen Schikane presst sich Berger innen durch. Häkkinen hat ihm das Leben nicht leicht gemacht, hat ihm nicht Platz gemacht. Aber ich möchte auch ganz fair sagen, er hat ihn keineswegs behindert. Er hätte auch sich nur gefährdet, weil eine Kollision hätte ja beide Autos aus dem Rennen werfen können. Fisichella vor Michael Schumacher, Berger Dritter. 5,4 hinter Schumacher, 9,8 hinter Fisichella. Da sehen Sie ihn schon. Nur Fisichella, Michael Schumacher, Trulli, Ralf Schumacher, Nakano, Fontana, Salo und Katayama noch nicht in der Box gewesen. Tyrrell, wo man in Monte Carlo sensationellerweise durchgefahren ist, allerdings weniger Sprit gebraucht hat durch den Regen. Und Minardi sehr, sehr selten in der Box und jetzt ist Michael Schumacher da. Damit Schumacher, 23. Runde, genau bei Halbzeit in diesem Grand Prix. Strategie war schon längst klar, nur ein Boxenstopp bei Ferrari. Schumacher, 4, 5, 6, 7 Sekunden. 12 Liter pro Sekunde Durchflussgeschwindigkeit. Früher waren es 12,5. Man wollte die Formel 1 sicherer machen. Und jetzt ist auch sein Bruder hereingekommen, Ralf Schumacher, auf Platz 6. Dieser Grand Prix von Deutschland wird in den Boxen mitentschieden. Auch für Fisichella, der jetzt hereinkommt. 23. Runde, 8,6 Sekunden vor Berger. 21 vor Trulli, 26 vor Alesi, 27 vor Michael Schumacher. Ja, und dann 41 für Häkkinen, das passt. Also auf alle Fälle, er wird jetzt Dritter, Vierter oder Fünfter. 2, 3, 4, 5. Trulli in der Box. Das ist ganz günstig für Fisichella, weil er natürlich vor dem italienischen Prost-Piloten bleibt. Apropos Prost, Comeback von Olivier Panis, wahrscheinlich beim Grand Prix von Österreich heuer am 21. September. Berger führt also wieder ab der 24. Runde. Blick in die Benetton-Box. Jawohl, nächste Runde, der rote Pfeil. Das ist dann die 34. Runde. Und Berger hat dann 11 Runden mit frischen Reifen zur Verfügung. Aber jetzt, das ist die vielleicht wichtigste Runde in diesem Rennen. Die 34. Runde. Da muss Berger noch alles aus den Reifen herausholen, was nur möglich ist. Ich hoffe, er hat genug Sprit. Er hat immerhin jetzt seinen zweiten Boxenstopp. 4 Runden später als Jean Alesi. Hat also einen relativ langen zweiten Turn. 5 Runden länger ist dieser zweite Turn als der zweite Turn von Jean Alesi. Er muss mehr als 20 Sekunden herausholen auf Fisichella.
Ich traue ihm zu, dass er dann schneller fahren kann als Fisichella. Aber das Überholen, das könnte natürlich schwierig werden. Da könnte Michael Schumacher aufschließen und da könnte es noch einen Dreikampf geben um den Sieg. Benetton-Mechaniker. Eigentlich hat Gerhard Berger in seiner Karriere schon so oft Pech gehabt beim Boxenstopp. Nur heute nicht. Denn heute geht es um seinen Grand Prix-Sieg, um den großen Comeback-Sieg. Den ersten seit Hockenheim 1994. Ferrari macht sich bereit für einen Tankstopp. Das kann ein Trick sein, das kann Hinterlist sein, wie es in der Formel 1 nicht selten ist. Normalerweise, wenn man so getankt hat wie Michael Schumacher, dann bleibt bei diesem einen Stopp. Aber er hat über 20 Sekunden, das ist Villeneuve. Villeneuve dreht sich, verliert den fünften Rang. Wird nicht in Führung gehen können. Und das ist der nächste Motorschaden. Teamkollege von Magnussen, auch Barrichello draußen. Zwei Boxenstopps bei Benetton und das ist der zweite von Gerhard Berger und der entscheidende in diesem Grand Prix. Wir haben die 34. Runde. Vorsprung von Berger zuletzt auf Fisichella. 19,6 Sekunden. Schlagschraube am Auto. Jeder Mechaniker hat da seine Aufgabe. Fisichella fährt vorbei, klarerweise. Er muss ja nicht an die Box. Gerhard Berger wieder draußen, 6,4 Sekunden, ein super Boxenstopp. Das wird knapp nebeneinander in die erste Kurve, aus der Box heraus und ist Gerhard Berger vorne. Er schafft es leider nicht. Er ist Zweiter und Fisichella bleibt vorne. Wieder einmal um einen Hauch von ein paar Zehntelsekunden hat es nicht gereicht, um vorne zu bleiben. Genau das Gleiche, das Jean Alesi passiert ist, ist es auch Gerhard Berger passiert. Es war ein super Boxenstopp mit 6,4 Sekunden. Wie gesagt, nach meiner Meinung nach war er ein bisschen zu früh. Wenn Berger noch die Möglichkeit gehabt hätte, ein, zwei, drei Runden draußen zu bleiben, dann wäre er sicher vor Fisichella geblieben. Aber die Reifen, glaube ich, hätten es noch geschafft. Aber ich fürchte, der Sprit wäre halt sehr, sehr knapp geworden. Hier haben wir das Schlamassel aus der ersten Schikane. Und hier haben wir noch einmal den Dreher von Villeneuve. Hier haben wir noch einmal den Motorschaden von Rubens Barrichello, nachdem schon Teamkollege Magnussen ausgeschieden ist. Lange Gesicht ist in der Box von Jackie Stewart. Spannung in der Box von Williams. Wer wird dieses Rennen gewinnen? Denn jetzt können sich die Williams-Mechaniker natürlich dieses Duell gegen aller Ruhe anschauen. Und Berger ist dann Fisichella vorbei. Das werden wir sicher noch einmal sehen können. Die Strategie von Benetton war richtig. Sie war knapp, aber sie war richtig. Sie war sehr, sehr knapp. Da ist Berger an Fisichella vorbei. Bleibt einen Hauch länger am Gas. Lenkt ein. Fisichella hat da keine Chance mehr. Mit einem querstehenden Auto kann man einen Konkurrenten nicht ausbremsen. Und damit ist Gerhard Berger nach einer Runde Pause wieder in Führung. Jetzt haben wir folgenden Zwischenstand. Berger 1,4 vor... sind schon 1,4. Ich glaube schon, ja, 1,4 etwa vor Fisichella und etwa 7 Sekunden vor Michael Schumacher. Dann großer Rückstand, 3/4 Minute. Hakkinen, Trulli, Ralf Schumacher und Alesi. Wunderbar gemacht von Gerhard Berger. Er fährt, das hat Jackie Stewart oft gesagt und er ist nicht der Einzige, mit der Leidenschaft, mit der Einsatzbereitschaft und mit dem Herz eines ganz, ganz jungen Piloten, zum Beispiel Giancarlo Fisichella. Boxensignal, Platz 1. Fuel P4. So, was heißt das? 7 Runden noch, das haben wir unten gesehen. Und Benzin also jetzt auf Stufe 4. Da hat sich Fisichella auf Platz 2 gedreht. Dadurch ist Schumacher Zweiter und Fisichella hat Reifenschaden. Ist das Fisichella oder ist das Ralf Schumacher? Das ist sicher Fisichella. Reifenschaden für den jungen Italiener. Und die Box hat natürlich alles genau mitgekriegt und ist es bereit mit den Reifen. Da dreht er sich noch einmal. Schade. Großartiges Rennen von Giancarlo Fisichella. Da war er noch kaltblütig genug, den Motor laufen zu lassen. Nichts wird es heute mit dem ersten Jordan-Sieg in der Formel 1. Es bleibt
bei der sicheren Führung von Gerhard Berger und jetzt sogar 11 Sekunden vor Michael Schumacher für die letzten 7 Runden, 6,5 Runden in diesem Grand Prix. Fisichella wird schwer haben, noch unter die ersten drei zu kommen. Hat sogar schwierig, überhaupt noch Punkte zu machen. Dahinter ein Duell Hakkinen-Trulli, jetzt um den dritten Platz. Hoffentlich hat die Felge da keine großen Schaden erlitten. Ferrari hat auch noch einen Boxenstopp vorbereitet. Einen Sicherheitsstopp, wie man ihn bei Schumacher und bei Ferrari schon manchmal gemacht hat. Leisten kann er sich's, denn er liegt 21 Sekunden vor Mika Hakkinen auf Platz 3. Berger, Schumacher, Hakkinen, Trulli, Ralf Schumacher und Fisichella. Für die Schumacher-Brüder schon einmal gemeinsam Punkte. Manicur, erster Michael und sechster Ralf. Gab schon ein besseres Ergebnis für Rennfahrerbrüder, für die Brüder Fittipaldi, erster und fünfter, einmal in Buenos Aires. Und das ist der Reifenplatzer links hinten. Reifen explodiert, zerfetzt, zerplatzt, auf der Geraden. Bei einer Geschwindigkeit von über 300 km/h. Keine Kollision also, wie sie vermutlich bei Eddie Irvine oder höchstwahrscheinlich bei Eddie Irvine und bei Heinz-Harald Frenzen passiert ist. Hat nichts zu tun mit Norberto Fontana, der da vorbeikommt und der Wagen nur noch auf drei Rädern und der Dreher reißt natürlich den Wagen von der Strecke. Michael Schumacher auf Rang 2 und in der Box. Ein Sicherheitsstopp. P4, das geht mir nicht aus dem Kopf, ist dieses Boxensignal für Gerhard Berger. Schumacher 5,8 Sekunden. Reicht, um vor der Gruppe von Hakkinen zu bleiben. Schauen wir, ob es stimmt. Oh, ja, aber knapp. Das hätten wir auch Alesi und Berger gewünscht, dass sie bei ihrem Boxenstopp vorne bleiben. Also Schumacher bleibt Zweiter. Dahinter die Gruppe mit Hakkinen, Trulli, Ralf Schumacher und Alesi. Alles scheint perfekt an diesem Auto. Der Benetton wieder so gut, wie er in den Südamerika-Rennen gewesen ist. Berger wieder in der großartigen Form der ersten Saisonrennen. Weil nachher, das muss man auch sagen, während Berger jetzt die letzte Runde in Hockenheim beginnt, waren die Benettons eigentlich vom absoluten Spitzenbulk, sowohl im Training als auch im Qualifying, als auch im Rennen, immer relativ die langsamsten. Waren also immer wieder am Ende dieser Gruppe mit Ferrari, mit McLaren, mit Williams. Da noch einmal in der letzten Runde die Flaggen und die Transparente für Michael Schumacher, der die letzte Runde mit einem deutlichen Rückstand auf Gerhard Berger begonnen hat. 20,6 Sekunden, also wenn jetzt nur nichts passiert auf den letzten, wie viel sind es noch? 4,5 Kilometer. Wenn da nichts mehr passiert, dann hat Gerhard Berger diesen Grand Prix gewonnen. Alle haben sich getäuscht, die den Gerhard Berger schon abgeschrieben haben. Wenige haben an ihn geglaubt. Und den anderen, denen gibt er heute die zweite Antwort, nach der gestrigen Pole Position. Gestern, da sind sie wieder um ihn herum gewieselt, die ihn schon abgeschrieben haben. Jetzt haben das natürlich alle schon immer gewusst. Gerhard Berger, er wird im August, Ende August 38. Das ist nur unwesentlich älter als Damon Hill. Jean Todt gratulierte gestern als Erster. Jetzt kommt Gerhard Berger in die letzten Kurven. Ja, soll ich meine Worte von 1994 wiederholen? Es ist genau der gleiche emotionelle Zieleinlauf. Noch einmal hinaufgeschaltet. Und die Zielflagge und grenzenloser Jubel bei Benetton. Der erste Sieg für Benetton seit 2 Jahren. Der erste für Gerhard Berger seit 3 Jahren. Pole Position, schnellste Runde im Rennen und der 10. Grand Prix-Sieg seiner Karriere. Noch einmal hinaufgeschaltet. Und die Zielflagge und grenzenloser Jubel bei Benetton.